Hallo, mein Name ist Daquila und willkommen zu einer ganz besonderen neuen Serie von Supremacy 1914. Wir spielen hier mit Libyen und wir spielen auf der Afrika- und Westasien-Karte. Aber das ist gar nicht der Grund, warum das hier besonders ist. Denn zum ersten Mal spielen wir jetzt hier auf einer Beta-Testkarte, denn wir testen hier ein neues Feature. Und mit wir meine ich auch Eric und Askicker, die kennt ihr bereits aus verschiedenen anderen Formaten. Und ja, wir sind hier auf einer Karte, auf der es jetzt Generäle gibt. Die kommen als neues Feature ins Game, schon sehr bald wahrscheinlich. Und gerade laufen hier Speedmaps, sechsfache Geschwindigkeit sind die hier, wenn ich mich da nicht ganz irre. Und da kann man diese Generäle bereits testen. Die wurden ja schon angekündigt vor ein paar Tagen und jetzt sind sie da. Ich habe mich lange auf sowas gefreut. Ich habe immer schon gesagt, ich würde auf jeden Fall sehr feiern, wenn es Generäle gäbe in Supremacy. Einfach so ein bisschen mehr noch Flavor für die Armee. Am besten noch einen, an dem man aufleveln kann, die ein bisschen besser werden über die Zeit. Das wäre ja richtig cool. Und genau das ist jetzt hier auch der Fall. Es ist noch nicht die finale Version, die wir hier haben. Aber wir sehen bereits hier Generäle. Und wenn wir draufdrücken, haben wir sogar noch ein kleines Tutorial. Wir sehen hier General Viscount Allenby. Und der ist jetzt hier zum Dienst bereit. Und der hat hier verschiedene Fähigkeiten. Das sind 3-Sterne-General bereits. Und dank dieser 3 Sterne hat er nicht nur eine 10%ige Bewegungsgeschwindigkeit für Einheiten, bei denen er dabei ist. Er hat auch noch 3 Kavallerieeinheiten, die er befehligt. Und er macht auch noch 30% mehr Schaden für alle Kavallerieeinheiten. Das ist richtig gut. Das ist ein ziemlich starker Buff für alle Truppen hier. Noch ist das alles weniger interaktiv, als es dann sein wird. Das heißt, die werden irgendwann auch aufleveln dann. Da wird es dann immer auch nur einen 1-Sterne-General geben, der wird dann besser werden. Die man dann sogar, wie ich das auch gelesen habe, über die Spiele hinweg mitnehmen kann, die dann mit Cooldowns versehen sind. Also mit ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten kann man seine Armee noch ein bisschen verschönern. Und wir haben jetzt hier gerade 2-mal diesen Viscount. Das heißt, der ist gerade hier einfach nur kopiert für Testzwecke. Das wird dann nicht immer so sein. Aber wir haben jetzt eben gerade 2 davon und können damit jetzt hier richtig loslegen. Genau, Eric spielt hier übrigens in Ostalgerien und der Askicker ist hier bereits beigetreten als Westalgerien. Wir 3 werden hier zusammen agieren. Ich habe bereits ein Angebot bekommen von Eric, das können wir gleich mal annehmen. Auch hier übrigens das neue Diplomatiefenster, habe ich auch vorher noch nicht so gesehen. Sieht schön aus, gab es glaube ich bereits auf der mobilen Version. Jetzt auch hier für die Browser- oder Steam-Version verfügbar. Das sieht ganz gut aus, weil es ein bisschen klarer ist eben, was hier genau passiert. Wir akzeptieren das. Und haben dann bereits hier die gemeinsame Karte und Spionage freigeschaltet. Eric scheint sich jetzt hier primär nach Tunesien zu bewegen und auch nach Süden. Da könnten wir ja beitreten. Wir haben jetzt hier drüben eine Nation, das ist eine große KI. Das sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Provinzen. Das heißt, da haben wir ein bisschen, da haben wir eine freie Hand, aber auch nur eine kleine Grenze. Das hier unten wird dann irgendwann mal eine Player-Nation sein. Wir spielen doch auf dem deutschen Server, alles meistens sehr aktiv. Was haben wir denn gerade so für Ressourcen? Erstmal der Blick. Oder anders gesagt, bauen wir lieber erstmal unsere Wehrämter und dann gucken wir auf die Ressourcen. Denn das muss ja auch sein, das dauert jetzt nur 10 Sekunden. Wir spielen ja hier auf 6-facher Geschwindigkeit, die Festung eben auch nur 4 Stunden in der Aufbauzeit. Das heißt, auch wenn bereits Tag 2 erreicht, völlig versehentlich muss man sagen, wir wollten ja eigentlich direkt nach Runde beitreten. Es sollte auch eigentlich noch ein paar spezielle Runden geben, aber die haben sich ein bisschen verzögert. Dadurch sind wir einfach so einer öffentlichen beigetreten, also halb öffentlichen, einer Beta-Testrunde quasi für alle. Und da sind wir eben jetzt hier dabei. Und genau, das läuft jetzt hier seinen Weg. Die Wärmtests sind bereits fertig. Dann können wir mal ganz kurz gucken, was wir denn für Provinzen haben. Doppelgas und Doppelgetreide immerhin, aber Doppelgas, ja, das kann man machen, muss man jetzt nicht unbedingt machen. Ich würde sagen, na gut, Marine wäre schon gar nicht mal so ungeil. Andererseits sind die meisten Nationen hier oben ja KI. Bis auf Spanien. Das heißt, aber gut, Marine wäre schon ganz schön, das wäre schon gut. Aber wir gehen mal auf den Ausbau in Tripoli, das ist schon okay. Und dann auch noch hier in dieser Provinz bauen die Werkstatt, das dauert nur 2 Sekunden. Und dann können wir hier auch gleich die Werkstatt Level 2 bauen. Dort auch nur 5 Minuten. Die sehen wir sogar noch fertig werden heute vielleicht. Und bauen dann auch gleich hier noch die Kasernen dazu. Und ganz schnell noch hier die Panzerwagen. So. Genau. Dann, wir blicken auf unsere Ressourcenverteilung, bevor wir zu dem Viscount kommen. Die Zahlen natürlich jetzt ultra hoch. Das liegt einfach daran, dass eben die Stunde jetzt hier deutlich ertragreicher ist, weil eben eine Stunde jetzt 6-mal schneller verläuft. Das heißt, wir haben eben die 6-fache Produktion quasi pro Stunde. Das heißt aber nicht, dass wir mehr Ressourcen haben insgesamt, die gleiche Zahl immer noch auf Ingame-Zeit verteilt. Wir haben auf jeden Fall ein Energieproblem, das hier ist sehr zufriedenstellend, kleine Zahlen, Getreide können wir hoch ins Plus jagen, das ist gut. Öl müssen wir hier mal irgendwie schauen, was wir da machen können, aber da werden wir jetzt primär mit dem Minus in der Kohle und im Gas leben müssen, alles ein bisschen schwieriger. Vielleicht ist Eric ja so nett und gibt mir hier diese beiden Provinzen. Das können wir ja machen. Und wir können ja auch einfach gleich mit unseren Generälen angreifen. Das ist ja durchaus möglich, dass wir sagen, wir machen das hier zusammen.
wir spalten hier mal 10.000 Truppen ab und dann gehen die hier mit. Und dann kann unser Viscount hier, Viscount Nummer 1 oder 2, das ist halt die erste Division hier, Viscount Nummer 2 geht dann nach Tatooine, gemeinsam mit den Truppen hier. Und dann können die vielleicht noch Garbis einnehmen. Dann kriegt Eric hier die Hauptstadt und die Kairouan-Provinz, viel Nahrung, die er sicher dringend benötigen kann. Wir bekommen hier wichtige Kohle. Und der Rest unserer Truppen und der Viscount können dann mal vielleicht hier rübergehen und sich irgendwo hier aufbauen. Wir gehen mal so generell einfach in den Süden und gucken, was hier so möglich ist, ne, wo wir da gebraucht werden. Wir haben hier sehr lange Wege auf jeden Fall durch die Wüste Richtung der Kyrenaika und Richtung generell hier den libyschen Wüstengebieten. Das heißt, hier kann der Feind nur schwer angreifen. Wir haben deutlich leichtere Angriffsachsen, weil er eben hier stundenlang marschieren müsste, obwohl das natürlich auch hier schneller geht. Ich nehme an, es würde Sinn machen, tatsächlich gemeinsam hier diese Nationen aufzuteilen. Das wäre wohl die beste Idee. Ich bringe den Viscount mal mit und auch die Truppen hier. Da können wir gleich mehrere Aktionen auf einmal durchführen. Und die Panzerwagen hier sind auch schon in 6 Stunden fertig. Das ist wunderschön. Vielleicht baue ich mir hier auch noch eine Festung im Süden hin. Das würde zumindest hier Sinn machen. Hier sehe ich einen Angriff durchaus passieren. Da beginnen wir mal mit dem Ausbau. Sobald die Nation hier dann nämlich übernommen wird, da kann ich durchaus die beiden hier in der Allianz sehen. Das wäre dann nicht ganz so geil. Und dann räubern wir noch ganz kurz die Rohstoffbörse leer. Wir kaufen uns hier diese 3000 Öl für einen sehr, sehr niedrigen Preis. Das nehme ich sehr gerne an. Und machen noch ein bisschen weiter. So. Und nochmal hier. Ach komm, was soll's ja. Ach, wir können noch ein bisschen mehr mitnehmen sogar. Das ist bei dem Preis hier eigentlich himmlisch. So. Schnäppchenjäger, jetzt geht's los. Und dann hier drüben, ich würde sagen, wir kaufen noch ein bisschen Stahl ein. Boah, für 10,05 Euro. Ich bin im Himmel. Dankeschön. Bitteschön. So, das sollte reichen. Und dann würde ich sagen, kaufen wir hier auch, oh gut, Kohle ist auch echt billig, aber müssen wir eigentlich zuschlagen. Das ist jetzt wie gerade hier irgendwie auf otto.de, das ist, ja, da ist man gerne mal Opfer der Preise. So, dann wollte ich noch gucken, genau, die Generäle, die sind ja eigentlich das Wichtigste hier, die marschieren jetzt sehr schnell. Die brauchen gerade mal für diesen ganzen Weg jetzt 40 Minuten, das ist ja auch Kavallerie, das ist sehr zügig. Die normalen Truppen brauchen hier eine Stunde. Und das ist jetzt eben genau hier dieser Bonus. Die Kavallerie, nehme ich an, kommt hier einfach nur mit dem mit. Also die Idee quasi dann später wird sein, dass dieser General, wenn man den dann spawnt, wenn man den dann irgendwie in seinem Inventar hat, hat man eben Generäle, dann kann man die über seine Karten hinweg auch einsetzen. Wahrscheinlich aber nur einmal dann eben, also auf allen Karten jeweils einmal. Man kann die nicht überall dann gleichzeitig nutzen. Ich nehme an, das wird dann so gehen. Da kann man den aber auch Karten übergreifend leveln. Das wäre sehr cool, finde ich. Da hast du eben so deinen kleinen Kreis an Leadership, den du eben verteilen kannst, über deine Karten leveln kannst. Und dann sagst du, oh, ich habe eine schwere Karte hier, da bringe ich mal meinen erfahrenen General rein. Während die Karte ist ein bisschen einfacher, da brauche ich keinen erfahrenen General. Oder der ist eher so ein Marinetyp, der ist eher ein Pferdetyp, ein Artillerietyp. Da kann man sehr cool auch strategisch sich ein bisschen Gedanken machen. Und ich finde das auch sehr fair, weil so kann man eben langsam seinen Account so progressen, kann diese Truppen mitnehmen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist eine schöne Idee. Klar, auch da muss man sagen, also wie ist das dann für Leute, die viel spielen versus wenig spielen, aber ich finde die Idee grundsätzlich richtig cool, diese Progression zu haben. Und ich nehme an, dann spawnt er einfach eben auch mit seinen 3 Kavallerien, was natürlich ein ziemlich starker Start ist. Das wäre auf Tag 1 sehr, sehr powerful. Also ich hoffe mal, dass man da noch ein bisschen justieren kann. Ich nehme an, das ist gerade Erstkicker hier, genau. Da haben wir bereits unsere beiden Allianzen hier vereinigt. Ist hier bereits Krieg? Hier ist bereits Krieg. Ach Mensch, Marokko hier schon im Krieg. Das ist ja böse für Marokko. Und genau, ich würde dann mal hier reingehen. Wir können mit Erika gleich schreiben. Das wird er schon okay finden, ne? Der sagt da schon nichts. So wie ich ihn kenne, wird er was sagen. Das ist okay. Mach das ruhig, ne? Da ist er, der ist immer ganz nett bei sowas. Genau. Und dann ist eben wahrscheinlich die Idee, dass man die dann mitbringen kann. Und dann verschiedene eben hat. Verschiedene, genau, Anführer der Kavallerie, Anführer der Artillerie, solche Sachen. Und dann kann man da eben auf verschiedene Situationen reagieren, den dann langsam aufrüsten lassen. Der jetzt hier, also ich frage mich gerade, das ist jetzt hier nur sein Schaden, ne? Also der ist quasi auch ohne Kavallerie immer noch da. Also die Kavallerie hängt nicht an ihm dran, der ist immer noch da auf seinem kleinen Pferd. Und der hat jetzt immer noch einen 20er Schaden gegen Infanterie. Das ist natürlich ziemlich geil im Vergleich zur Kavallerie, ne? Das ist natürlich schon eine ordentliche Stärke. Also das ist immer noch, ne? Das ist einfach eine richtig starke Einheit. Also der ist nicht schwach, einfach so. Offensiv auch. Das ist cool. Und man kann natürlich auch nicht, genau, man kann natürlich auch nicht diese Truppen in einem Stack zusammenführen, um den Bonus doppelt zu bekommen. Das ist auch wichtig zu bedenken. Wir haben jetzt 2 Generäle, wir können aber nicht diese beiden Generäle stacken. Also ich nehme auch an, dann für verschiedene Arten von Generälen geht das eventuell nicht. Man muss dann also immer separate Armee-Stacks haben. Oder habe ich mich gerade verlesen, gilt das nur für den gleichen? Ne, genau, Generäle können einfach generell nicht gemerged werden. Das heißt, du kannst nicht eine Armee mit 5 Generälen aufstacken, für einen für Kavallerie, einen für Panzer und so weiter, und dann einen richtig starken Stack haben. Du musst schon so ein bisschen gucken. Finde ich auch cool, weil dann hat man mehr Gründe dafür, so ein paar separate Armeen zu formen. Keinen großen Doomstack, sondern lieber mal eine Armee dort,
dort, in der einen Region, die andere Armee dort, einen für die Marine. Das finde ich ganz cool. Das erfordert so ein bisschen mehr taktisches Gameplay auch, dass man seine Armeen eben aufteilen muss und nicht nur einen großen Stack hat mit Panzern und Pferden. Das finde ich eigentlich ganz nice, dass das eben so ein bisschen das auch noch befürwortet. So, die Dinger sind fertig, die Werkstätten. Dann bauen wir noch unsere Kasernen aus. 4 Stunden dauert das Ganze, das ist gut. Und es ist hier unten Dingens aktiv geworden. Obwohl das... Nee, das ist noch die KI. Ach krass, die KI ist auch schon sehr aktiv hier. Wird aber wahrscheinlich bald voll werden noch. Die weiteren Nationen, wir müssen mal ganz kurz neu laden auch. Die werden aber schon alle gefüllt werden. Ägypten ist ja aktiv, Spanien ebenfalls aktiv. Äthiopien ist da, der Oman ist da. Und hier oben ist noch Turkestan da. Und das werden noch ein paar mehr Leute werden. Aber genau, mit den Einnahmen dieser beiden Gebiete werden wir mal sehen, wie stark der General ist, auch wie der dann heilt und so. Aber 106 Angriffsschaden ist natürlich schon ein bisschen dreckig. Alter, das ist ja wirklich... Das ist ja schon... Das ist eine Wucht, ne? Der haut ganz schön rein. Die Pferde werden richtig stark sein. Ach, guck mal hier. Ach, jetzt sehen wir die Boni. Ach, wie cool. Buffs, jede Fähigkeit hat einen anderen Effekt, der sich nur auf die Armee auswirkt. Klicke zum Überspringen. Ich möchte aber auch noch... Also, ja, ich finde es nett. Dankeschön. Stelle Befehle. Unter der Führung dieses Generals erhalten alle Einheiten im Stapel einen Bonus von 10% auf die Bewegungsgeschwindigkeit, wodurch schnellere Manöver auf dem Schlachtfeld möglich werden. Bonusquelle Viscount Allenby. Kriegsführung zu Pferd. Unter diesem General erhöht sich der Angriffsschaden aller Kavallerieeinheiten in ihrem Stapel um plus 30%, wodurch verheerende Angriffe auf den Gegner möglich werden. Macht jetzt eigentlich auch schon Sinn, wirklich nur auf Pferde zu gehen, wa? Das ist natürlich gut, dass wir hier mit Libyen gestartet sind, weil Libyen hat viel Essen. Da macht es ja schon Sinn, dass wir wirklich dann 2 Armeen mit 50 Pferden zustacken und halt richtige Pferde-Doom-Stacks erschaffen, weil 30% auf einem 50er-Stack, wir rasieren halt alles weg. Also ich würde fast sagen, da wir jetzt eben hier an Allenby auch gebunden sind, da wir eben keine anderen Generäle verfügbar haben hier, sondern nur ihn eben testen können, macht das schon Sinn, mal zu schauen, wie man das ausreizen kann. Also ich würde wirklich sagen, wir bauen einfach jetzt hier nur noch Pferde. Halt wirklich viele. Und den ganzen Tag, bis wir dann eben halt mal Artis dann auf den Plan treten. Aber wir können halt mit Pferden hier alles wegmachen, weil mit der Geschwindigkeit, mit einem puren Pferdestack und dann aber auch mit dem Angriffsschaden, mit den Boni, die er bietet, das ist ja völlig OP. Und solange wir eben dann auch offensiv aktiv bleiben, da kann ja keiner was gegen machen. Die Frage ist natürlich, wie gut kann man dagegen sich erwehren, weil so ein 10er-Stack hier wird ja natürlich dann auch ordentlich gewiped. Der hat ja gar keine Chance. Ist halt die Frage, ne? Das ist, 106 Schaden, ist halt schon eine ganze Menge. Klar, Kavallerie ist auch verwundbar, so nicht, aber muss man mal gucken. Eric hier oben stackt erstmal direkt die Generäle, das finde ich gut. Und dann schauen wir mal eben, was wir machen können. Ich würde sagen, ja, wir greifen dann direkt, sobald hier Allenby da ist, und greifen dann direkt hier an. Jetzt habe ich natürlich immer hier schon demonstriert versehentlich diesen Geschwindigkeitsunterschied. Die Kavallerien hier mit ihm brauchen nur 37 Minuten, die brauchen noch 40. Also 10-minütiger Unterschied quasi auf dem langen Weg hier. Bei dieser Geschwindigkeit ist schon ordentlich. Das ist wirklich ein ziemlich guter Buff. Also die Generäle werden sehr stark sein. Die Frage natürlich ist auch, wie viele wird man haben? Wie bekommt man die? Also woher erscheinen die? Hat jeder einfach von jeder Klasse einen? Und dann kann man die vielleicht gewinnen über Rundensiege oder so. Das ist dann die Frage, also hast du immer nur einen Kavallerie, einen Artillerie-General und dann musst du die eben aufleveln. Das fände ich wäre eine faire Möglichkeit, dass dann jeder eben die gleichen Basisressourcen hat, dass eben jeder seine Generäle aufleveln kann. Da kann man auch so ein bisschen seinen Spielstil eben forcieren, dass du halt eben dann ein paar Generäle, wenn du die mit Kavallerie spielst, die halt ein bisschen untergelevelt sein werden. Dafür ist eben dein Panzergeneral sehr stark, weil du immer mit Panzern spielst. Das wären ganz coole Möglichkeiten, das so ein bisschen interaktiver zu machen. Und die Frage ist natürlich auch, wie lange brauchen die für ihre 3 Sterne? Wird es noch mehr Sterne geben? Können die einfach noch weitere Erfahrungswerte sammeln? Verlieren sie auch Erfahrung, wenn sie sterben? Fände ich auch da durchaus fair zu sagen. Klar, die sollen ja nicht sterben, weil habe ich dem Post entnommen. Die haben dann eine Cooldown-Zeit, die hoffentlich auch lang genug ist. Aber vor allem, wenn sie vielleicht ein bisschen Erfahrung verlieren, wäre das auch gar nicht mal so schlecht, weil dann wird man so ein bisschen davon abgeraten, dass man die dann einfach in den Tod schickt. Sondern die müssen auch so ein bisschen sinnvoll eingesetzt werden. Du willst versuchen, deine Generäle nicht eingekesselt werden zu lassen. Aber auch so machen jetzt Einkesselungen tatsächlich ein bisschen mehr Sinn. Weil du dann tatsächlich verhindern kannst, dass wichtiges Equipment, also klar, nur die Armee, aber auch vor allem der General fliehen kann. Das finde ich ganz schön, dass man den dann wirklich auch dann quasi fangen kann. Das ist gar nicht mal so übel. Das steht im Spiel sehr gut. Das macht jetzt Einkesselungen deutlich sinnvoller. Und ja, dann schauen wir mal. Wir werden jetzt hier Krieg führen. Wir werden schon in den nächsten paar Minuten hier angreifen. Ich muss mal gucken, wie oft ich hier aufnehme. Ist wie gesagt 6-fache Geschwindigkeit. Die Runde geht jetzt hier bis zum Spielregeln. Hier, die Runde geht bis zum 12.07. maximal. Das sind jetzt also quasi hier irgendwie, wie sagen Sie das hier, 10, 15, nee, 20 Tage. Also 2 Wochen ungefähr. Oder ein bisschen mehr.
Aber ich nehme an, die wird deutlich früher enden. Ich gehe mal von einer Woche, anderthalb aus maximal, bis die Runde hier vorbei ist bei der Geschwindigkeit. Und ja, dann werde ich versuchen, hier möglichst alles zu zeigen. Und dann werden wir mal gucken, wie stark wir mit unseren insgesamt 6 Generälen hier aufräumen können. Ich denke mal, der Plan ist solide. Tunesien aufteilen, hier unten sofort angreifen, bevor die übernommen werden können. Marokko aufteilen mit Spanien halt dann versehentlich, ne? Muss halt Eskika machen, dann gucken, dass er sich da durchsetzen kann. Und danach schauen wir dann, wer eben wohin gehen kann. Vielleicht kann Eric uns helfen mit den Leuten in Ägypten. Vielleicht können wir uns nach Norden noch ausbreiten. Die KI sind ja auch free to take für uns. Hauptsache eben Spanien isolieren, vermeiden, dass sich eine Koalition gegen uns bildet. Und dann können die beiden eben hier alles aufteilen. Wir machen hier so ein Ding. Und dann sind wir hier schon auf einem ziemlich guten Weg. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.